Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute den neuen Teamgeist. Unser Thema dieses Mal ist das Motto Blumenfee und da konnten meine Teammädels und ich natürlich ganz schön frei wählen, also zum Thema Sommer, Herbst, vielleicht auch schon winterlich. Und ich habe jetzt hier mal meine Idee für euch. Das ist schon die Winterkarte oder die Winterversion und jetzt kommen dann noch ganz viele tolle Ideen von meinen Teammädels. Genau. Diese Karte habt ihr schon gesehen, wie die funktioniert in einem Anleitungsvideo. Ich verlinke euch das Video mal hier oben, aber ich zeige euch die Karte trotzdem mal kurz. Also das ist meine Weihnachtsidee, meine Weihnachtssternidee mit einem Weihnachtsstern hier vorne. Und das ist so eine richtig coole Klappkarte, die man dann hier so auseinanderbauen kann. Und dann hat man noch Platz für Grüße. Und so kann man die dann wieder zusammenbauen. Und die verschließt sich ja mit so einem Magneten. Und hinten hat man theoretisch auch noch ganz viel Platz zum Schreiben, wenn man jetzt mehr Grüße unterbringen will. Also das ist meine Idee zum Thema. Und jetzt zeige ich euch die tollen Team-Ideen von meinen Teammädels. Da komme ich gleich durcheinander. Los geht's. Die erste Karte, die ich hier habe, die ist von der lieben Moni. Und ich zeige euch zuerst mal kurz die Materialliste. Einmal die Blumenfee, herbstliche Blumengrüße hat die Moni gebastelt. Ihr findet die Moni hier, auch bei YouTube. Und das sind eben die Materialien, mit denen sie gearbeitet hat. Und die Karte, die ist total süß. Das ist also eine tolle Idee mit dem kleinen Igelchen. Da gibt es auch eine Igelkarte auf ihrem Kanal. Und zwar kann man hier oben die Karte so rausziehen, kann dann hier noch, hat man viel Platz zum Schreiben und hat hier quasi sein Kuvert schön gestaltet schon mit dabei. Und also die kann man jetzt hier nicht aufmachen an der Seite, sondern das ist quasi schon die Hülle. Und das ganz besonders Süße ist auf jeden Fall dieser super süße Igel. Das finde ich ist eine ganz tolle Idee mit den Herbstblättern, mit dem Laub. Und auch die Karte ist so schön gestaltet mit der Sonnenblume. Das ist natürlich die absolute Herbst- oder Spätsommerblüte. Und ich finde das wunderschön. Ganz toll. Auch der Hintergrund, den finde ich toll gestaltet. Hier hat sie das Papier auch ein bisschen gerissen oder so angeraut. Und die Blüte ist sogar, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, die sogar doppelt hinterlegt. Also nochmal einmal extra ausgeschnitten und dann nochmal hinterlegt. Also wirklich mit ganz tollem Effekt. Und das Igelchen, ja wie gesagt, das ist einfach bezaubernd schön, oder? Finde ich total süß. So eine schöne Karte. Ich muss gerade überlegen, weil wir haben den Teamgeist ein bisschen verschoben. Also eigentlich wäre dieser Teamgeist so Ende September gewesen. Jetzt ist er eben Anfang Oktober, wenn ihr den seht. Deswegen sind hier wahrscheinlich auch noch relativ viele spätsommerliche oder sommerliche Blumenmotive drin. Aber das macht ja nichts. Also wir wissen ja noch nicht, wie der Herbst wird. Und vielleicht haben wir noch ganz viele schöne Herbsttage. Und da passt es auch gerade mit so einer schönen Sonnenblume. Hier sind sogar ein paar Glitzis drauf. Die sind auch toll. Also wirklich eine super schöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Moni, für diese wunderschöne Idee. Die nächsten Kartenideen sind von der lieben Heike. Ich zeige euch erstmal die Karte, die sie für mich dazugelegt hat. Also da hat sie mir noch einen kleinen Brief geschrieben. Ich finde die auch schon total cool. Also hier ist einfach, ich sag mal, wild drauf losgestempelt, aber das macht sich so gut. Das sieht so toll aus mit den Farben und so. Und auch einfach eine Blumenkarte. Passt auch perfekt zum Thema. Und dann zeige ich euch die nächste Karte. Das ist diese Karte und die finde ich auch mega, mega schön. Also die ist, ach, die ist einfach toll. Also ich habe mir dieses Blätterset ja auch gekauft. Und zwar eigentlich hauptsächlich nicht nur wegen diesem grünen Thema, sondern weil man die Blätter auch so schön anders gestalten kann. Da war im Katalog auch eine Idee auf den hinteren Seiten bei den Stanzformen, glaube ich. Und deswegen hat mich dieses Set auch so angesprochen und ich finde, es ist hier auch so toll umgesetzt, weil man eben diese Blätter nicht immer nur grün machen muss oder in verschiedenen Grüntönen ist ja auch schön, aber mit diesen herbstlichen Tönen, ich finde es so, so schön. Und das passt jetzt auch natürlich so gut zusammen mit dem Glitzerpapier und auch das Zimt im Hintergrund. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Herbstkarte. Richtig schön. Und es sind ja eigentlich keine Blumen drauf, sondern Blätter, aber das zählt natürlich auch. Also ich finde, das ist ganz, ganz toll. Also eine ganz tolle Karte. Gefällt mir richtig gut. Und mit diesen mehrfarbigen Blumen- oder Blütenstempeln, das mache ich im Moment auch gerade total gern. Das habt ihr jetzt schon bei den ein oder anderen Videos gesehen. Das kann man einfach so machen, dass man die hellste Farbe auf den Stempel aufnimmt und dann mit einer anderen Farbe mit den Fingerschwämmchen drüber geht. Und dann kann man diese Blätter in so schönen Farboptiken gestalten. Das ist einfach toll. Also wunderschöne Karte, liebe Heike. Hier ist die Materialliste.
Ewige Zweige heißt es genau. Also wirklich super, super schön und auch innen nochmal gestempelt mit den Blättern. Also toll. Jetzt Ahornblatt. Ich finde die Karte super, super schön. Gefällt mir richtig gut. Und die nächste Karte finde ich auch total schön. Das ist jetzt auch wieder eine Sonnenblumenkarte. Diesmal in Terrakotta und Rottönen gehalten. Der Hintergrund ist auch cool gemacht. Ich würde sagen, es ist mit der Hand gemacht. Vielleicht mit Aquapaintern oder so. Also sehr cool. Schaut sehr modern aus, finde ich auch so. Der Hintergrund vor allem. Und die Blüte ist einfach wunderschön. Die ist jetzt eben auch mehrfarbig im Prinzip gestaltet. Also von innen nach außen wird sie ein bisschen heller. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera erkennen. Ja, ich glaube, das sieht man schon ganz gut. Und eben einfach, ja, die Sonnenblume ist einfach wunderschön. Da kann man gar nichts anders sagen. Innen auch gestempelt. Und die Heike hat auch die Kuverts schön bestempelt. Das finde ich auch mal total schön. Wenn das nun mal so aufgegriffen wird. Und das ist die Materialliste. Wie bin ich im Bild? Ich glaube so. Also wunderschön. Ich finde das toll. So ein bisschen Aquarell-Style, aber so ein bisschen mehr modern mit den Strichen so. Also super schöne Karte. Alle drei Karten finde ich wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank, Heike. Die beiden Karten kommen von der lieben Julia. Julia hat gesagt, sie vergisst es immer, dass wir den Teamgeist haben. Und wenn das Video dann kommt, dann erinnert sie sich wieder dran. Und heute ist sie dabei. Das ist ja super. Also das ist erstmal die Karte, die sie für mich gemacht hat. Und was da total witzig ist, ist, dass sie in die andere Richtung aufgeht, als man sie gewohnt ist. Finde ich total witzig. Und ich finde es auch cool, dass sie hier unten so einen Ausschnitt hingemacht hat. Da ist ein bisschen verknickt, aber das ist nochmal so ein kleiner Spezialeffekt. Wirklich einfach, aber total witzig und eine coole Karte. Mal was ganz anderes, finde ich, von der Idee. Und die Karte für unseren Teamgeist ist diese Karte hier. Die ist auch wunderschön. Die hat ja noch so kleine Klarsichtbläschen, das gefällt mir immer gut. Und das ist auch so eine besondere Kartenform. Ups, ich muss jetzt ganz kurz gucken, ob ich es richtig hinkriege. Man macht, also das ist eine Double Easel Fold Card oder so ähnlich heißt die. Ja, wahrscheinlich kann man die so doppelt hinstellen. So ist das wahrscheinlich gedacht, oder? Ah, sehr cool. Also so, ich halte sie euch jetzt mal nach oben rein. So. Mit diesem großen Blumenstrauß, das ist natürlich super cool. Das passt ja perfekt zum Thema. Und es ist wirklich schön gemacht. Und den kann man sich dann wirklich so hinstellen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand im Krankenhaus wäre, dann könnte man auch super das mitbringen und hat dann quasi einen papierigen Blumenstrauß. Das ist doch irgendwie eine gute Idee, oder? Ich finde das schön. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde auch die Farben toll, die Farbkombination. Und hier innen ist auch nochmal mit den Blumenstempel gearbeitet, auch gestempelt, so wie bei der ersten Karte. Und ich stelle sie nochmal so hin, wie sie gehört. Also das seht ihr sie jetzt natürlich schlecht. Also wenn ich sie an der Seite sehe, dann seht ihr, wie die gefalten ist. Ich lege sie jetzt mal hin für euch, dann seht ihr sie einfach nur ein bisschen besser. Und kann euch sagen, die heißt Double Easel Fold Card, damit ich das richtig sage. Sie hat sie gesehen bei einer amerikanischen Demonstratorin und hat sie dann auf Zentimetermaße umgerechnet. Und ich finde, das ist eine tolle Idee. Sieht sehr schön aus. Und das ist die Materialliste. Und wie ihr die Julia finden könnt, hier bei Instagram. Ich hoffe, man sieht das alles gut. Ja, und die Farben finde ich cool. Currygelb, Flüsterweiß und Marineblau. Finde ich, passt gut zusammen. Coole Farben. Vielen, vielen Dank, Julia. Gefällt mir sehr gut. Die nächsten drei Karten kommen von der lieben Nadine. Und diese Karte hier, die war richtig gut verpackt, damit ja nichts ausläuft. Aber es ist alles dicht geblieben. Das kann ich dir gleich sagen, Nadine. Total cool. Also hier haben wir eine mit diesen Einmachgläsern. Also ich bin heute ganz schön nah da. Ich gehe mal ein kleines bisschen raus, weil ich sonst immer irgendwo da oben am Bildschirmrand hänge. Also hier ist einmal das Einmachglas mit einer Flüssigkeit und Perlen drin. Seht ihr das? Die Perlen, die schwimmen da rum. Und hier ist auch noch ein bisschen eingefärbt. Das Wasser, das da drin ist, das finde ich schon ziemlich cool. Das ist mal ganz was anderes. Und wie gesagt, ist dicht. Also ist nichts ausgelaufen. Hier oben hat sie ganz große Blumen hingemacht. Das finde ich passt sehr gut zu dem Glas. Das passt von der Proportion sehr gut. Und die Karte hat mal ein ganz anderes Kartenmaß. Was ich auch toll finde, ist der dunkelblaue Rand. Das passt irgendwie auch richtig gut. Das ist so richtig harmonisch. Sehr, sehr schöne Karte. Und mit dem Wasser, da muss man die ganze Zeit rumspielen. Das geht mir ja immer so. Wenn eine Karte irgendwas kann, dann bin ich da immer am Rumspielen. Aber das ist ja auch schön. Also eine sehr coole Karte auf jeden Fall. Ihr findet auch alle Anleitungen zu allen Karten bei der Nadine
auf dem YouTube-Kanal. Die Nadine findet ihr unter Hängebauchmaus. Ich halte euch jetzt mal das hier drauf. Genau. Und hier ist oben noch die Materialliste. Wie das Ganze funktioniert, zeigt sie dann eben in dem Video. Also ich weiß nicht genau, mit was er das Wasser gefärbt hat oder ob das von dem Stempel vielleicht kommt, aber ich finde es richtig schön, dass das noch so einen ganz leichten grünlichen Touch hat. Das schaut sehr gut aus. Sehr coole Idee. Wunderschöne Karte. Und die nächsten Karten, die passen natürlich wie die Faust aufs Auge zu unserem Motto. Blumenfee, weil da ist nämlich diese süße kleine Fee verarbeitet. Total süß. Und dann im Hintergrund diese Blumen. Und das finde ich so eine tolle Idee, dass sie hier das abgeschrägt hat. Also die Fee, die hebt ja so ein bisschen das Papier an und das passt hier einfach so schön drauf. Das sieht richtig cool aus. Richtig schön mit eingearbeitet. Auch eine richtig coole Karte. Okay, das halte ich euch auch nochmal da so rein. Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Und wie gesagt, zu allen drei Karten gibt es dann eine Anleitung bei ihr. Und das ist auch so eine schöne Karte. Ui, der ist ein bisschen verrutscht. Ich mache mal wieder in die Mitte. Ah, die finde ich sehr, sehr cool auch. Hier ist der Hintergrund sehr toll gemacht, finde ich. Also da sind diese Blätter, Zweige ganz sanft unterschiedlich eingefärbt und dann aufgeklebt. Also wie so ein 3D-Effekt. Das kann man auch Ton in Ton machen. Dann hat man so eine wie eine geprägte Optik. Und mit Farbe oder mehr Farben koloriert, das finde ich echt eine super Idee. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also so der Hintergrund. Dann haben wir wieder die süße kleine Fee. Sehr süß, oder? Mit dem Blümchen außenrum und mit diesem großen Ornament. Also es sieht auch wunderschön aus. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Karte. Sehr cool. Also ich bin immer begeistert, was ihr für tolle Ideen habt. Einmal die Materialliste nochmal. Also Stempelfarben sind hier Calypso, Senfgelb und Farngrün. Und ich denke, das ist das, was hier eingefärbt ist. So, das macht sich wirklich gut. Das passt so gut zusammen. Sieht echt toll aus. Ach, wieder wunderschön. Lauter tolle Karten. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Die nächste Karte ist auch wieder ein Traum von Karte. Wirklich. Ich hole euch jetzt doch noch mal ein bisschen näher ran. Die finde ich ja auch wieder mega, mega schön. Wow. Also das ist ganz toll. Ich finde das so schön, weil das so Ton in Ton ist und eigentlich so schlicht, aber doch so ausdrucksstark. Ist so eine tolle Karte. Die ist von der Liebeswand hier. Und also ich muss mal immer so auf so Kleinigkeiten hinweisen. Einmal, ich finde das witzig, dass die eine Seite abgerundet ist, auch an der Karte. Und dann die andere Seite eckig und so eben gegenüberliegend wiederholt sich das wieder. Das macht sich sehr gut. Und dann ist ja hier auch mit dieser Diagonalen gearbeitet. Also im Hintergrund ist so geprägt mit einer Stanzform. Das ist auch aus diesen großen ewigen Zweigen. Und es gibt ja diese Prägematten zur Big Shot dazu. Zur neuen Stanzmaschine gibt es die noch nicht. Also wir wissen noch nicht genau wann. In dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video aufnehme, das ist jetzt Anfang September, da gibt es jetzt die Prägematten noch nicht. Aber wir hoffen, dass sie bald kommen, dass man eben auch mit der neuen Stanzmaschine dann diese tollen Stanzformen auch als Prägeformen benutzen kann. Wenn es die dann mal gibt, gibt es von mir auch ein Video zur neuen Stanzmaschine. Da zeige ich euch dann alles, was es gibt. Aber ich wollte es noch abwarten, dass ich euch halt dann ein komplettes Video machen kann und nicht immer Einzelteile. Und mit dieser Technik, denke ich, hat die Svante hier gearbeitet, dass sie die Stanzform quasi als Prägeform verwendet und hier in den Hintergrund macht. Und das sieht sowas von elegant aus. Und was ich hier auch noch Bombe finde, also ich liebe ja diese Blätterzweigstanze. Die habe ich ja auch und die gibt es jetzt leider nicht mehr im Sortiment, aber die ist so schön. Und ich hoffe, ihr seht es. Die Svante hat hier mit einem Stift noch die einzelnen feinen Blätter, wie sagt man da, also ins Blatt noch diese Konturen reingezeichnet. Und das finde ich richtig gut. Ich mache es immer so, dass ich mir das einmal in der Mitte mit einem Falzbein reinmache und dann noch ein bisschen nach oben schiebe, so zusammenbiege. Und die Svante hat es aber so schön da reingezeichnet, das sieht wirklich super elegant aus. Also ich hoffe, es kommt in der Kamera einigermaßen so raus, aber wenn man die Karte so hält, dann fällt es total auf, finde ich. Und das ist wunderschön. Das könnte man auch mit diesem weißen Kreidemarker machen. Oder eben mit einem weißen Aquarellstift, denke ich, geht es wahrscheinlich auf. Auch oder mit irgendeinem weißen Bleistift, also Holzmalstift oder so. Und dann eben diese Glitzersteine dazu und so. Also ich finde, die Karte ist toll. Dann hier vorne ist noch embossed in dem dunklen Ton. Und innen auch so schön. Also hier auch wieder mit dieser Technik. Ach, das
sieht so toll aus. Ich finde die Karte super, super schön. Also Santje, haut mich richtig von den Socken, die Karte auf jeden Fall. Einmal findet ihr die Swantje hier, Stempelkiste. Und das ist die Materialliste. Ich muss, glaube ich gehe jetzt, ich mache es in zwei Teilen. Einmal so von oben bis Calypso und dann noch die Stanzen hier unten. Genau, also super, super schön. Die Strasssteine sind die Champagnersteine, die passen einfach perfekt. Vielen Dank für diese tolle Karte, Swantje. Die ist mega schön. Ah ja, die Swantje hat auch geschrieben, dass sie mit dem Teamgeist insgesamt total happy war, auch mit den Themen und so. Es wird jetzt dann noch einen Teamgeist geben, weil ich eine Reihe geplant habe für euch. Die kommt jetzt dann auch schon bald. Also ab nächster Woche geht es los mit der Reihe Trauerkarten. Und da zeige ich euch drei Trauerkartenideen und die vierte Idee oder das vierte Video dazu ist dann von meinen Teammädels als Teamgeist mit Trauerkarten. Das ist jetzt für dieses Jahr dann der letzte Teamgeist, aber wir haben gesagt, wir machen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder weiter, weil es einfach allen total viel Spaß gemacht hat. Und deswegen, ja, für dieses Jahr ist das jetzt hier der vorletzte. Einer kommt dann noch und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder beim Teamgeist auf jeden Fall, weil es einfach super, super schön ist. Macht mir total Spaß und ich glaube den Zuschauern euch auch und mein Teammädels auch und das finde ich total schön. So, weiter geht's mit der Maike. Und ihr seht schon hier. Das finde ich auch eine super coole Idee. mit dem Apfel als Kürbis. Ich würde jetzt sagen, das ist die Apfelstanze. Und dann im Hintergrund aber noch ein paar Blümchen. Ich finde, das ist eine tolle Herbstkarte. Die hat ihren ganz eigenen Style und Charme. Also die Maike hat geschrieben, sie ist nicht so der Blumentyp, aber ich finde die Karte super cool. Also wirklich. Hier ist noch so ein Einschubfach, also so ein Designerpapier einfach aufgeklebt. Da kann man zum Beispiel auch einen Gutschein super unterkriegen, wenn man zum Beispiel ein herbstliches Frühstück mit der Freundin macht oder egal was, dann kann man das da toll unterbringen. Also ich denke, Maike, es soll einen Kürbis darstellen, oder? Weil es grün ist. Es gibt natürlich auch grüne Kürbisse, aber es ist halt die Apfelstanzform und das erinnert mich so an den Apfel. Aber es könnte theoretisch auch ein Apfel sein. Aber es passt natürlich auch perfekt mit den Kürbissen im Hintergrund. Also es soll einen Kürbis darstellen. Aber ich habe zweimal überlegen müssen, auf jeden Fall. Und das ist die Materialliste. Was soll ich sagen? Ich muss es immer sagen, weil ich so schön finde, die Maike hat eine bombastische Schrift. Bin immer wieder begeistert. Hammermäßig. Also, das hat sie alles verwendet, genau, Stanz vom Apfel. Nicht, dass ich ihren Quatsch erzähle. Also, ich muss schon gucken, dass ich auch das richtig erzähle, aber ich finde, das ist toll. Das sieht richtig schön aus. Und ich finde es eigentlich auch super, dass der Kürbis mal nicht orange ist. Ich mache den Kürbis immer orange und man sollte mal auch ein bisschen überlegen und das bringt euch einen auch auf andere Ideen, dass so ein Kürbis auch grün sein kann. Das ist irgendwie, manche Sachen hat man so im Kopf, die sind so festgelegt und dann, ja. Also wirklich eine ganz tolle Karte und ich finde es süß mit dem dezenten Blumen im Hintergrund. Ich finde, du hast das Motto super getroffen. Fällt mir sehr, sehr gut. Und das ist natürlich auch schön, wenn man da noch so einen kleinen Gutschein reinmachen kann. Tolle Idee. Vielen, vielen Dank, liebe Maike. Die nächsten beiden Karten sind von der lieben Claudia. Und also das ist die Karte, die sie für mich beschriftet hat. Aber ich muss die immer mitzeigen, weil die sind auch immer so schön, eure Karten. Und ich finde, die passt auch perfekt zum Motto. Ist zwar jetzt eher vielleicht sommerlich, aber das macht ja nichts. Ist total schön, sommerlich, spätsommerlich. Passt ja auch, Blumenfee ist ja für jede Jahreszeit geeignet. Und die ist so toll. Ich finde, der Hintergrund ist so schön. Ich denke, das ist mit so einer Maskentechnik gemacht. Und dann einfach diese Koloration so mit diesen Sprenkeln und so. Also ich finde, die ist super toll. Auch die Holzakzente passen da perfekt. Ich finde auch dieses Blumenset so schön. Und ich habe eigentlich noch gar nicht so viel damit gemacht. Ich muss das unbedingt rauskramen, weil ich das so schön finde. Ich mag die Hibiskusse total gern, finde die toll. Und auch die kleinen Glitzis oder die Pailletten, die passen halt farblich perfekt dazu. Ich hoffe, so seht ihr das gut. Das ist eine wunderschöne Karte, liebe Claudia. Die Claudia hat jetzt auch einen Instagram-Account. Ich hoffe, das sagt man so. Hier findet ihr die Claudia. Das ist wohl ganz neu. Und hier kommt die eigentliche Karte für unseren Teamgeist. Also Kuvert ist auch bestempelt, passt natürlich auch wieder perfekt. Ups, die Materialliste, dass die mir nicht rausfliegt. So. Also die ist auch wieder wunderschön. Das finde ich auch eine tolle Idee hier oben. Das ist also eingehängt, wie wenn man zum Beispiel einen Türkranz macht, einen herbstlichen Türkranz oder so. So ist quasi die Karte dargestellt, finde ich. Und ich finde es toll mit diesem goldenen Armreif, den es ja jetzt gibt. Also Armreif ist ja, also ist nicht so, passt nicht um die Hand, aber kann man so perfekt als Kranz nutzen.
Und hier unten so schön die Farbkombination finde ich ganz toll mit dem, ich denke es Terrakotta und Minzmakrone. Und auch der Hintergrund so schön gewählt. Also ich finde das richtig schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Wunderschön, wirklich. Die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Mit der Blüte in der Mitte. Toll. Innen auch beglitzertes Blümchen. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber es glitzert so schön. Also es ist echt super, super toll. Gefällt mir richtig gut. Ist auch eigentlich schlicht gehalten. Und andererseits irgendwie total schön. Da ist noch irgendwas. Da hat sich, glaube ich, noch so ein Klebepunkt von hinten versteckt. Die mache ich nachher noch raus. Ich glaube, diese Trägerfolie vom Kleber ist da noch drin. Also total schöne Karte. Super. Fallen mir alle beide total gut. Und hier ist die Materialliste, damit ihr wisst, mit was die Claudia hier gearbeitet hat. Vielen, vielen Dank. So schön. Und schaut gerne mal bei ihr auf Instagram vorbei. Vielen, vielen Dank, Claudia. Super. So, und die letzte Karte ist auch wieder eine ganz besonders tolle Karte und ganz besonders vom Style. Die ist von der lieben Linda. Und wenn ihr mal guckt, das ist so eine Art Maskentechnik, wo einfach ein Teil koloriert ist und ein Teil eben schwarz-weiß. Ist auch sehr schön. Richtig schön herbstlich. Und hier, wenn man sie dann aufmacht, hat man hier diesen Kreis hinterlegt mit der Sonnenstanze und hat eben nochmal dieses Motiv. Das ist total cool. Ich glaube, man muss auch sehr ordentlich stempeln, dass das oben und unten genau zusammenpasst. Das muss passen. Super cool. Also finde ich, ist eine tolle Karte und man kann seine Glückwünsche natürlich auf die Rückseite schreiben. Also da ist auf jeden Fall trotzdem Platz, auch wenn jetzt an der Karte nicht so viel Platz ist, aber hier oben können wir was hinschreiben. Ich bin schon wieder nicht die ganze Zeit im Bild. Es tut mir echt leid heute. Es tut mir leid. Aber ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem alles gut erkennen können. Also es ist eine coole Technik, eine coole Art und ja, ich würde sagen, das macht man am besten mit dem Stemparatus, damit man die Papiere genau gleich bestempelt und damit das dann alles passt. Dass die dann von der Größe genau zusammenpassen. Coole Idee. Und hier, ach süß, hinten drauf ist es nochmal, schau. Und hier ist die Materialliste von der Linda. Ich guck mal, dass ich das alles reinkriege. Einmal so und hier findet ihr die Linda. Viel Spaß beim Nachbasten, bleibt kreativ. Genau, so ist es doch. Schön. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diese wundervollen Kartenideen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachbasteln von diesen tollen Ideen. Ich hoffe, es ist genug kreativer Input für Blumen, Themen für euch dabei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!